Ich bin's wieder, der Michel, und fürs heutige Tutorial habe ich mir den Song von den Ärzten Westerland mal vorgenommen. Der Song ist schon ein paar Jahre alt, aber immer noch gut. Und ja, eigentlich nicht sehr schwer. Das eine hat dann so ein paar kleine Gimmicks drin, und ansonsten ist es vielleicht das einzigste Problem das Tempo. Ja, okay, dann legen wir einfach los und ich zeige euch, wie es funktioniert. Okay, als allererstes spiele ich noch mal kurz das Intro vor, was auch gleichzeitig der Refrain ist. Und ja, und dann werden wir das Ganze mal ein bisschen zerflügeln. Okay, los geht's. So, okay. Gut, das Ganze beginnt mit einem G-Akkord. Ich nenne das mal jetzt einen offenen G-Akkord, weil ich dabei Leerzeiten habe. Funktioniert einfach so, ich gehe mit dem Mittelfinger auf den dritten Bund von der tiefen E-Seite. Mit dem Finger gleichzeitig dämpfe ich die A-Seite drunter ab. Also ich lege den Finger schräg an die Seite ran, dass die nicht klingt. Dann D-Seite klingt leer, die G-Seite klingt leer. Und dann greife ich dritter Bund B-Seite und dritter Bund hohe E-Seite. Und dadurch habe ich eigentlich einen Power-Chord. Ja, besteht nur aus Grund- und Quinten. Gut. Mein zweiter Akkord, der jetzt kommt, ist ein D-Akkord. Den greife ich einfach so. Ich nehme meinen Zeigefinger im fünften Bund auf die A-Seite. Und meinen Ringfinger lege ich einfach nur im siebten Bund über die D, G und B-Seite. Ja? So. Und jetzt kommt was, das sind diese Hochtöne, die ein bisschen durch die Gegend quietschen. Das sind Flageolets. Und Flageolets werden einfach so gemacht, die werden so gespielt, in dem Fall zumindest. Wir sind auf der B-Seite und greifen mit dem Finger, oder greifen einfach nicht, sondern berühren nur über dem siebten Bundstäbchen ganz leicht die Seite. Aber genau über dem Bundstäbchen, ja. Sieht dann irgendwie so aus, ja. Und schlag da an. Und geht einfach nach dem Anschlagen direkt von den Seiten weg. Ja? In unserem Fall brauchen wir jetzt den Flageolet auf dem siebten Bund. Also die Seite wird nicht runtergedrückt, sondern nur berührt. Und dann gehen wir auf die G-Seite im siebten Bund. Also heißt also, der erste Teil geht 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Gut, jetzt kommt der nächste Teil, da spielen wir einen E-Moll-Akkord. E-Moll im siebten Bund, das heißt Zeigefinger ist im siebten Bund, der zweite Finger, Mittelfinger ist im achten Bund auf der B-Seite, der Ringfinger ist im neunten Bund auf der D-Seite und der kleine Finger ist auch im neunten Bund auf der G-Seite. Ja? So, den schlag mal an. 1, 2, so, auf Zählzeit 3 und gehen wir wieder aufs D. Und auf Zählzeit 4 und spielen wir ein C, der genauso gegriffen ist wie der D. Nur zwei Bünde tiefer. Ja. So, und jetzt kommen wieder Flageolets. Erst einmal auf der hohen E-Seite, B-Seite, G-Seite. Mal wo. Und dann der zweite Teil davon ist, ich mache das so, gibt es zwei Möglichkeiten, ich zeige euch gleich die zweite. Ich spiele zweimal die hohe E-Seite und dann einmal die G-Seite. Heißt also, der zweite Teil wäre das Ganze. Nochmal. Also erstmal im siebten Bund, siebter Bund, siebter Bund. Einfach die drei Seiten hoch und dann zweimal die hohe E-Seite. So, den zweiten Teil kann man auch so spielen, dass man im siebten Bund spielen, wie wir es gehabt haben. Und dann den zweiten, den ich jetzt auf der hohen E-Seite zweimal anschlag, kann ich auch einfach im fünften Bund, genau über dem fünften Bundstäbchen, ja, auf der B-Seite anschlagen. Ist genau dasselbe Flageolet-Ton. Ja, und da könnte ich dann auch so spielen. Aber ich tue mir leichter so. Okay, gut. Heißt also, das ganze Ding funktioniert so. Der erste Teil. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4.
Okay, kümmern wir uns jetzt noch, oder kümmern wir uns jetzt mal um die Strophe. Die Strophe funktioniert so: Wir spielen einen G-Akkord. Diesmal ist es ein geschlossener G-Akkord, also kompletter Barré-Griff. Zeigefinger liegt im dritten Bund Barré über alle sechs Seiten. Der Mittelfinger, vierter Bund auf der G-Seite. Ringfinger, fünfter Bund D-Seite, A-Seite und der kleine Finger, fünfter Bund G-Seite. Geht also so los. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, gut. Also, G-Akkord habe ich schon erklärt und jetzt kommt dieser kleine Fill-In, ja, der funktioniert so, das ist eigentlich auch nur eine Mini-Form von dem G. Und ich mache das so, ich slide in den fünften Bund mit dem Ringfinger und dann nehme ich hier zum Anschlagen, mache ich da hier also den Slide selber, die D-Seite schlage ich mit dem Blacktrum an und dann gehe ich einfach nur mit den zwei Fingern, also mit Mittel- und Ringfinger, auf die untersten zwei Seiten. Ja, und schlag im Rhythmus dann die untersten zwei Saiten dazu an. Ja, nochmal. Ja, und dann geht's wieder auf den G-Akkord. Und auf D. So, und jetzt kommt wieder ein Fill-In in lauter Sechsten. Das Intervall geht so. Funktioniert also so, wir spielen Sliden in den 11. Bund auf der H-Seite, auf der G-Seite. Und dann spiele ich den 10. Bund dazu auf der hohen E-Seite. Also. Gut, dann nehme ich das ganze Ding, schiebe es einfach zwei Bünde weiter vor, also auf den 9. und auf den 8. Bund. Dann rutsche ich wieder mit dem Mittelfinger auf den 7. Bund von der G-Seite und spiele den 7. Bund von der hohen E-Seite. Und dann dasselbe nochmal zwei Bünde tiefer auf dem 5. Bund. Und da habe ich dann. Und dann wieder unser G-Akkord. So, heißt der erste Durchgang geht also so. Also beim ersten Durchgang ist dann dieser Fill hier mit drin und beim zweiten Mal wieder einfach weggelassen. Okay, gut, dann geht's. Nächster Part wäre jetzt die Bridge. Die Bridge besteht aus den Akkorden C, hat man ja schon. Dann den E-Moll, den hat man auch schon. Dann brauchen wir wieder C und D. Rhythmusmäßig sieht es dann so aus. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, E-Moll. 2, 3, 4. Part, der jetzt kommt, ist der Refrain. Den hatten wir ja schon am Anfang. Ist dasselbe wie das Intro. Ich spiele ihn jetzt noch zweimal und dann zeige ich, wie man aus dem Ganzen rauskommt. Okay, gut. Also, Refrain ist soweit klar und dann am Schluss, wenn es mir geht, ich will zurück und so, geht's los mit A-Moll, einen Takt, dann C, einen halben Takt, D, G, 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt ein F-Akkord oder F-Power-Akkord mit 10 Bass. Das heißt einfach, ich hebe einfach nur die zwei Saiten ab. Die Finger von den Seiten ab, lass nur meinen Barré liegen und schlag damit nur die obersten drei Seiten ab. Ja?
dann gehe ich wieder auf mein G, aber diesmal als Powerchord. So, jetzt spiele ich einen C-Powerchord mit G, das heißt, ich gehe einfach nur eine Seite runter. Und wieder auf G zurück. Ja, also das Ganze. Ja. So. Okay, was gibt's denn noch? Gut, dann geht's ja wieder in Strophe und dann kommt wieder Refrain. Ja, und dann geht's in den Break. Und in einem Break, da mache ich es einfach so, ich lege dann einfach nur die entsprechenden Akkorde. Also es geht dann los mit einem F. Also wenn es ist dieser Part mit, es ist zwar etwas teurer, ja. So, geht also los mit F. Zwei Takte. Dann gehen wir auf G. Wieder F. Einen Takt E-Moll. Und die drei Takte jetzt. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt dieser Break. Mit einem C-Akkord, ja? Also 1 und 2 und 3. Ja, geht der ganze Teil. 1, 2, 3, 4. Ja, dann sind wir wieder im Refrain. Der läuft diesmal zweimal durch. Und dann geht's ins Ending. Und das Ending, ja, ist auch nicht großartig schwer. Es geht los mit A-Moll, A-Moll, B-Moll, C, D, wieder A-Moll, B-Moll, C, D. Und dann geht's wieder, wie wir es vorhin schon hatten, G, G mit F, wieder auf G, G, C oder C, G. Und wieder zurück auf G und dann heißt das der ganze Schluss. Das war's. Ich hoffe, ihr habt wieder viel Spaß mit dem Tutorial. Ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, zumindest was diesen Song angeht. Ja, würde mich freuen, wenn der Daumen mal nach oben geht. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Tutorial. Und weil eine schöne Zeit. Und ciao, sagt euch der Michel.